Guten Tag. Ja, Weiterbildung ist alles wichtig, ist immer in Bewegung bleiben. Physisch wie auch psychisch. So, und dadwegen, wie meine ehemaligen hessischen Kollegen, hessischen, nicht hessischen, Kollegen zu sagen pflegten, habe ich eigentlich immer irgendwie parallel so eine Art irgendwas gemacht. Hauptsache irgendeine, keine Ahnung, Schrauben drehen lernen, so Kurse besucht oder irgendwas anderes. Also war ich demgemäß auch jetzt neulich wieder in der Volkshochschule, sitze da bei den meinigen, ohne zu sagen, was wir da machen. Kommt ein Typ rein und sagt, hallo, ist das hier die Selbsthilfegruppe für Atheisten? Und ich sage so, ich glaube nicht. Und er sagt, ach prima, dann bin ich ja richtig und setzt sich hin. Ja, aber ich werde nicht preisgeben, ob er richtig war oder nicht. Das ist gut, dass er ihn verprügelt hat. Gut ist es. Ich möchte ihm selbst noch was zugeben, zischte sie gehässig. Sieh mal an, wie da dem Küken die Habichtskrallen wachsen. Für die Unwahrheit würde ich einen gleich totschlagen, dieses Lügenaas. Dasselbe sage ich allen, nur dass sie es nicht glauben wollen und dich auf die Zungen nehmen. Wenn ihnen Antek die Zungen zuschlägt, dann werden sie schon den Mund halten. Alle, der ganzen Welt soll er deinetwegen Krieg führen, wie... Sie verzerrte boshaft ihr Gesicht. Und ihr seid wie der richtige Judas, flüstert einem eure Sachen ein und freut euch noch über fremde Not. Jagner wurde furchtbar zornig. Vielleicht zum ersten Mal im Leben hatte sie es so heftig gepackt. Sie war so böse auf Matthias, dass sie bereit gewesen wäre, ihm zu ihm hinzurennen und ihm, wenn er nicht anders, mit ihren Krallen zu Leibe zu gehen. Sie hätte diesen Zorn nicht ertragen können, wenn sie die Erinnerung an Antek und an seine Güte nicht besänftigt hätte. Eine große Zärtlichkeit überkam sie und ein Gefühl unaussprechlicher Dankbarkeit, dass er sie verteidigt hatte und ihr kein Unrecht hat geschehen lassen. Trotzdem aber fuhr sie so im Hause herum und schrie dermaßen auf Fine und Vitek wegen jeder Kleinigkeit ein, dass der Alte sich besorgt zu ihr setzte, sie übers Gesicht zu streicheln anfing und fragte, »Was ist dir denn, Jagusch? Was nur? Was soll mir denn sein? Nichts! Rück doch weg, vor Leuten wird er zärtlich tun!« Sie schob ihn barsch beiseite. »Alle, streicheln wird er sie hier noch und auch umfassen.« Dieser alte Knasterbart, dachte sie wütend. Zum ersten Mal bemerkte sie sein Alter. Zum ersten Mal erwachte in ihr eine tiefe Abneigung, ein Abscheu und fast ein Hass gegen ihn. Mit einer lauernden und schadenfrohen Verächtlichkeit betrachtete sie ihn jetzt, denn tatsächlich war er in den letzten Zeiten stark gealtert. Er schleppte die Füße nach, hielt sich krumm und die Hände zitterten ihm. Dieser Greis! Dieses Gestell, sie schüttelte sich vor Ekel, dachte umso eindringlicher an Antek, wehrte sich nicht mehr vor den Erinnerungen und floh nicht mehr vor dem verführerischen, süßen Geflüster. Schier ohne Ende schien ihr heute der Tag, nicht zum Aushalten, so dass sie jeden Augenblick auf die Galerie trat, in den Garten, hinter das Haus und durch die Bäume hindurch auf die Felder spähte, oder sie lehnte gegen den Reiserzaun, der den Obstgarten von der Straße trennte, die hinter dem Dorf an den Gärten und den Wirtschaftsgebäuden entlang lief, und ließ die Augen in die weite Welt schweifen, über die Schneefelder, nach den Wäldern zu, die kaum dunkelten, dass sie zuletzt nicht mehr sah, nichts unterscheiden konnte. Eine tiefe Freude war über sie gekommen, dass er sich für sie eingesetzt hatte und nicht erlauben wollte, dass ihr ein Unrecht geschah. Ein solcher würde mit allem fertig werden, ein Starker, wie der ist, solch ein Starker, dachte sie voll Zärtlichkeit, wenn er jetzt erschienen wäre, in diesem Augenblick, nein, sie hätte ihm nicht widerstehen können. Der Schober stand nur einen Katzensprung entfernt, gleich hinter dem Weg etwas im Feld. Die Spatzen schirpten in ihm und verbargen sich in ganzen Schwärmen in einer großen Höhlung im Heu. Der Knecht war zu faul gewesen, hoch hinaufzusteigen, und das Heu von oben abgetragen, obgleich es Boryna so befohlen hatte, und zerrte sich ganze Bündel Heu so lange heraus, bis ein Loch entstanden war, in dem mehrere Menschen bequem Platz finden konnten. »Komm hinaus zum Schober, komm«, wiederholte er sich unbewusst Antex Bitte. Sie floh ins Haus zurück,
denn man fing an, zum Vesper zu läuten, und sie bekam plötzlich Lust, allein zur Kirche zu gehen, in der dumpfen, unklaren Hoffnung, dass sie ihn doch treffen würde. Natürlich war er nicht in der Kirche, dafür traf sie Anna gleich am Eingang in der Halle. Sie bot ihr Gott zum Gruß und hielt die Hand zurück, damit Anna ihre Finger zuerst im Weihwasserbecken netzen konnte. Diese aber antwortete ihr mit keinem Gruß, lange auch nicht nach dem Weihwasser, und ging an ihr vorbei, sie mit einem harten Blick treffend. Die Tränen kamen Jagna in die Augen über diesen Schimpf und die offenkundige Bosheit, aber sie konnte, nachdem sie in ihrer Bank Platz genommen hatte, die Blicke nicht von diesem bleichen, abgemagerten Gesicht losreißen. Antecks Frau und solch ein blasses Ding, diese abgemagerte Armseligkeit. Nee, nee, ging es ihr durch den Kopf. Aber bald hatte sie sie vergessen, denn auf dem Chor wurde gesungen und die Orgel spielte so schön und leise und so feierlich, dass sie sich ganz in die Musik vertiefte. Niemals noch war es ihr so wohl und so süß zumute gewesen in der Kirche. Niemals, sie betete nicht einmal, das Gebetbuch lag aufgeschlagen vor ihr. Der unbenutzte Rosenkranz hing ihr zwischen den Fingern, aber sie seufzte nur und schweifte mit den Blicken durch die Dämmerung, durch die Fenster hineinflutete, über die Bilder, über die vielen Vergoldungen, über das Flirren der Kerzen und die kaum noch sichtbaren Farben, und die Seele schwebte hinaus in andere Welten, in die Herrlichkeiten, in die Himmel der heiligen Frieden und Ekstase und trank ein solches Vergessen eines jeglichen, dass Jagna nicht mehr daran dachte, wo sie war. Es schien ihr nur, als träten die Heiligen aus den Bildern hervor, stiegen herab, kämen auf sie zu mit ihrem süßeligsten Lächeln, streckten die segnenden Arme über ihr aus und schritten weiter über den Köpfen des Volkes, das sich wie ein Getreidefeld etwas geneigt hatte, und da droben wehen blaue und rote Gewänder, leuchten mitleidige Blicke, tönen unaussprechliche Weisen und Dankeslieder, dass es schon gar nicht mehr zu sagen war. Sie erwachte erst, als die Vesper zu Ende war und die Orgel verstummte. Die Stille weckte sie aus diesem träumerischen Schwärmen. Sie erhob sich mit Bedauern und trat mit den anderen hinaus. Vor der Kirche kam ihr Anna über den Weg. Sie blieb plötzlich dicht vor ihr stehen, und es schien ihr, als hätte sie ihr etwas sagen wollen, doch sie sah sie nur hasserfüllt an und ging. »Die glotzt einen an und meint, damit tut sie einen erschrecken, die Dumme«, dachte Jagna auf dem Heimweg. Der Abend war schon herabgesunken, ein friedlicher, gedämpfter Feiertagsabend. Es war dunkel, die Sternenlichter erblassten im trüben Himmel, so dass nur hier und da ein Strahl aufsprühte. Der Schnee stäubte etwas und fiel langsam, geräuschlos nieder, glitzerte hinter den Scheiben und spann sich in einem endlos langen, flockigen Gespinst dahin. In der Stube war es auch still. Es ging dort sogar etwas schläfriger her. Früh am Abend war Schümmeck gekommen, dem Anschein nach zum Besuch, hauptsächlich aber, um Nastuscha zu treffen. Sie saßen nebeneinander und unterhielten sich leise. Boryna war noch nicht da. Gusche saß, kartoffelschälend, vor dem Herd, und auf der anderen Hausseite spielte Piotrek leise auf der Geige und noch dazu so klagend, dass Vaupa zuweilen winselte und langgedehnt zu heulen begann. Auch Vitek und Fine saßen dort, bis Jagna, der die Musik durch und durch ging, von der Tür aus rief: »Hör auf, Piotrek! Es kommt einem schon rein das Weinen an bei dieser Musik. Ich meinerseits könnte selbst schlafen beim Spielen«, lachte Gusche. Die Geige verstummte. Erst nach einer Zeit wieder ließ sie sich ganz leise, kaum hörbar aus dem Stall vernehmen, denn bis dahin hatte sich Piotrek verzogen und spielte noch lange in die Nacht hinein. Das Essen zum Abend war fast gar gekocht, als der Alte zurückkehrte. Die Schulzin ist niedergekommen, ein Lärm ist da, die Dominikbäuerin muss die Menschen auseinandertreiben, so viele sind zusammengelaufen. Du musst auch da morgen nachsehen, Jagusch. Da will ich hinlaufen, sofort, rief sie, eifrig und ganz erhitzt. Kannst auch gleich, ich komme mit. Ach, dann schon vielleicht besser morgen. Ihr sagt, dass doch so viel Volk ist. Ich mag besser am Tag, es schneit und dunkel ist es auch. Entschuldigte sie sich plötzlich und verstimmte, und Boryna war damit einverstanden. Er drängte auch nicht, da gerade die Schmiedin und die Kinder in der Stube waren. Und wo ist denn deiner? Die Drehmaschine in Wola ist nicht in Ordnung.
Da haben sie ihn gerufen, weil der Gutsschmied allein keinen Rat weiß. Etwas oft fährt er jetzt nach dem Herrenhof, warf Kusche bedeutungsvoll hin. Schadet es euch denn?